Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück bei einer neuen Episode FIFA 20 mit mir, Krian von Noob, als Verantwortlicher des ersten RBSV Mainz 05. Letztes Spiel war eher eine Qual, das hat keinen Spaß gemacht. Am Ende ein knapper 2:1-Sieg, weil eben, Sinclair kurz vor Schluss diesen Freistoß nicht wirklich verwandelt hat. Ansonsten wenige Chancen, das war nicht schön anzusehen, glaube ich auch nicht für euch. Aber gut, ich habe den Sieg geholt, damit dürfte eigentlich die Qualifikation für die K.O.-Runde schon mal safe sein. Wir sehen, wir sind aktuell Zweiter, weil wir ein Spiel weniger haben. Also mit einem Sieg gegen Leipzig sind wir wieder Tabellenführer. Dortmund marschiert oben auch weg. Bester Sturm, beste Defensive. Herzlichen Glückwunsch. Das machen sie echt gut, würde ich sagen. Und wir sehen hier 3 Punkte vor PSG. 4 Tore bessere Tordifferenz. Da könnte noch ein bisschen was schief gehen, weil ich mir nicht sicher bin, ob zuerst der direkte Vergleich oder zuerst die Tordifferenz gewertet wird. Normalerweise müsste es in der Gruppenphase wirklich die Tordifferenz sein. Sprich, wenn ich hier mit 3 Gegentoren Differenz verlieren sollte, würde PSG an mir vorbeiziehen, weil sonst hätte ich noch die mehr geschossenen Tore, die auf jeden Fall für mich sprechen, genauso wie auch eben der direkte Vergleich aufgrund des 5:1-Sieges am ersten Spieltag. Aber nun, RB Leipzig, bevor es... Geht es direkt danach in die Champions League? Nee, wir haben dann Leverkusen und dann die Champions League. Okay, ein bisschen Pause dazwischen, bevor es hier hammerhart wird. Aber gut, der Spielplan will es so, dass es kurz vor Weihnachten nochmal richtig rappelt im Karton. Ist ja ganz gut, da gibt es Geschenke und hoffentlich für die Zuschauer auch gutes Spiel. Und hoffentlich geht es damit heute los. Deswegen viel Spaß bei der Zusammenfassung des Spiels. Mainz 05 gegen RB Leipzig. Mainz 05 gegen RB Leipzig, das verspricht Offensivfußball und Tore, und Leipzig kommt nach 11 Minuten direkt offensiv. Kunja, ja, nochmal zurück auf Nkunku, Nkunku mit dem Fehlpass, die Mainzer könnten kontern, Boetius schenkt das Leder her, dann wieder ein Ballverlust von Leipzig, Ballverluste im Mittelfeld, der nächste Fehlpass, jetzt hat Son Schüss den Ball, schenkt das Leder her, Kunja. Immer noch Kunja, schöner Haken, weiterhin Kunja, dreht sich rum. Immer noch Kunja mit der Flanke, mit der Salus Wolf. 1:0 für Leipzig. Keine Viertelstunde gespielt. Und die Gäste führen bereits durch das erste Saisontor von Wolf, der den Ball da wunderbar Volley nimmt. Zuvor im Mittelfeld viele Fehlpässe. Dann schenkt Song Tschüss das Leder her. Starke Einzelleistung von Kunja, der sich erst rumdreht. Hier sieht man es nochmal. Und dann perfekt in die Mitte legt. Und dann die Volleyabnahme. Und das sieht ein bisschen nach Abseits aus, aber ganz links wird das Abseits aufgehoben, deswegen steht Immobile nicht in der verbotenen Zone, weil er in der Schussbahn steht. Aber so hat Müller keine Chance und Leipzig führt. Die Mainzer Abwehr war im Tiefschlaf. Doch die Mainzer direkt mit den Anstoß und sie wollen offensiv zurückkommen. Ja, rechts raus auf Porro. Porro schickt Traoré, der ist schnell. Garcia hinkt nur hinterher. Immer noch Traoré. Er macht es alleine ans Außennetz. Direkt nach dem 0:1 Rückstand, also die Antwort der Mainzer mit dem Abschluss hier von Traoré. Aber das Zielwasser hat noch nicht ganz gestürmt und noch nicht gewirkt. Der anschließende Abstoß. Pavlenka. Mainz wieder mit einer Spitze. Mateta vorne drin. Dahinter ein Vierer Mittelfeld. Leipzig hat den Ball. Kommt über Kunja. Schön die Mitte auf Tolisso, weiter auf Wolf. Wolf, schöner Ball in den Lauf von Immobile. Er nimmt den Ball direkt abseits. Abseits, ich wollte schon sagen 2:0, hier sehen wir es aber deutlich im Abseits. Gut gesehen vom Linienrichter. Schöner Ball aber in den Lauf von Immobile, der die Chance vergibt. Dann die Mainzer, Martin Fernandes, der in den Lauf von Jean-Paul Boetius. Boetius, in der Mitte lauert Mateta. Die Flanke kommt auf Mateta, aber der Verteidiger ist dazwischen gegangen und es gibt Ecke für Mainz. Aaron Martin bringt sie rein. Aaron Martin, kurzer Pfosten. Mateta mit dem Ausgleich. 1:1 nach 20 Minuten. Das Spiel hat sich hier wenig Auszeit genommen bisher. Direkt nach dem Rückstand kamen die Mainzer wieder. Und hier steigt Mateta am höchsten, setzt sich durch gegen den Verteidiger und Pavlenka im Tor ohne Möglichkeit. Bei dem Kopfball aus knapp 4 Metern. Zu wenig Zeit zum Reagieren für den Keeper der Sachsen. Kurz nach dem Gegentor kommen die Leipziger. Kunja.
Schön durch die Stadt. Und Kunku, doch Songjust hat das Leder. Songjust. Auf Boetius. Der nimmt wieder Fahrt auf über links. Boetius mit langen Schritten an Luis Felipe vorbei. Immer noch Boetius. Boetius. Schöner Haken. Legt in die Mitte. Das Kunde und das Pavlenka pariert. Doch Traoré setzt nochmal nach. Traoré mit der Flanke in die Mitte und Boetius deutlich am Tor vorbei. Die nächste Möglichkeit für die Mainzer. Hier sehen wir mal den Kopfball. Deutlich am Tor vorbei, aber gleich in der Wiederholung die Chance von Kunde nach der schönen Vorarbeit von Boetius. Hier, starker Haken, dann legt er zurück. Kunde nimmt den Ball direkt, doch Pavlenka kommt schnell genug runter. Traoré lässt den Ball nicht ins Ausgehen, bringt ihn nochmal rein. Und der Kopfball dann doch deutlich am Tor vorbei. Halbe Stunde gespielt, Leipzig baut hier in Ruhe auf. Weiter auf Cunha, der sehr aktiv ist. Cunha, immer noch Cunha. Schön aussteigen lassen, den Song. Tschüss, Cunha. Cunha versucht es mal und Müller ist da. Müller kann den Schuss parieren und zur Ecke klären. Die Ecke bringt nichts ein, aber hier ein strammer Schuss von der Strafraumkante von Cunha, dem auffälligsten Offensivspieler der Leipziger. Wenig später kommen die Gäste. Erneut über links. Wolf. Schön gemacht. Links raus auf Garcia. Doppelpass. Wolf. Mit der Flanke in die Mitte, wird rausgeköpft. Nochmal die Chance von Nkunku in die Arme von Müller. Der macht das Spiel schnell, kurz auf Kunde. Der weiter auf Fernandes. Fernandes wartet, nimmt dann Mateta mit. Mateta auch mit langen Schritten, lässt Cook stehen. Mateta zieht in die Mitte, Mateta und Pavlenka ist wieder da. Erneut hält Pavlenka hier den Schuss von Mateta, stark gemacht vom Keeper, weil er einfach richtig steht und das Eck zugemacht hat. Die anschließende Ecke, Aaron Martin. Hoch rein auf den kurzen Pfosten, wird rausgefaustet von Pavlenka. Zweiter Ball wieder bei Aaron Martin. Er versucht es nochmal. Gegen Nkunku, zieht wieder nach außen, Richtung Grundlinie, Flanke in die Mitte. Wieder geht Pavlenka dazwischen. Und diesmal hat Leipzig den Ball, sie können ihn klären. Tolisso auf Immobile. Wieder auf Tolisso. Schön zu Wolf, Doppelpass mit Cunha, Wolf, nochmal links raus auf Garcia. Garcia wird verfolgt von Traoré, der holt sich das Leder, Traoré. Oh, mit dem Ballverlust stark gemacht von Garcia in den Lauf von Cunha. Cunha, immer noch Cunha, legt zurück, da ist Wolf ins Kurzeck, 2:1. Kurz vor der Pause geht Leipzig wieder in Front. Stark nachgesetzt von Garcia gegen Traoré, nachdem er erst den Ball verloren hatte. Und dann Cunha hier mit der Übersicht. Legt zurück, Hannes Wolf nimmt den Ball direkt und trifft ins kurze Eck. Keine Chance für Müller. Leipzig also mit der 2:1-Führung zur Pause. Und die Gäste starten motiviert in die zweite Hälfte, aber hier gut gedoppelt von Traoré und Kunde. Traoré im Ballbesitz, Traoré zieht nach innen, legt dann zu Mateta. Mateta zieht Richtung Tor, Mateta, er macht es alleine, Ausgleich, 2:2. Der schnelle Ausgleich nach dem Wiederanpfiff von Mateta markiert seinen Doppelpack, wie auch Wolf auf der Seite der Sachsen aus Leipzig. Schnelle Antwort insgesamt sicherlich auch verdient, weil Mateta in der ersten Hälfte noch die Chance hatte gegen Pavlenka. Und hier trifft er mit links stramm ins lange Eck. Keine Chance für den Keeper, der Leipziger, dem Ex-Bremer. Der kann hier nur hinterher schauen. Und kurz nach dem 2:2 hat Mainz wieder den Ball erobert. Aaron Martin treibt das Leder. Martin. Immer noch Martin auf Latza. Direkt den Lauf von Mateta. Mateta ist durch. Mateta. Mateta. Pavlenka hält der Ball im hohen Bogen Richtung Tor. Aufgedotzt und über die Latte. Fast hätte Mainz hier den Doppelschlag hingelegt und wäre erstmals in Führung gegangen. Schön direkt gespielt. Strammer Schuss. Pavlenka mit der Riesentat. Und dann dotzt der Ball noch vor der Linie auf. Die Ecke von Martin. Mitgeklärt. Traoré kriegt den Ball nicht. Jetzt haben wir hier Tolisso. Oh, schön, wie Aporro ins Leere steigen lässt und dann baut Leipzig erstmal in Ruhe auf. Bringt wieder ein bisschen Ruhe ins Spiel. Garcia mit dem Diagonalball überhastet. Martin hat damit gerechnet. Schön abgefahren gegen Adams. Aaron Martin. Mainz kommt also wieder. Niakate. Ja, nochmal auf Song. Tschüss. Direkt auf Latza. Latza mit dem Ball in den Lauf von Mateta. Mateta ist durch. Klasse gehalten. Doch Traoré kommt nochmal. Zieht Richtung 16er mit dem Schuss und wieder Pavlenka. Starke Doppelmöglichkeit für die Mainzer. Und erneut ist es Jiří Pavlenka, der hier einfach die Leipziger noch im Spiel hält. Mainz muss hier schon lange führen. Pavlenka hält das Unentschieden fest. Die Ecke von Martin auf den kurzen Pfosten. Und natürlich war Mateta wieder da.
Der Kopfball drüber. Diesmal knapp übers Tor und wieder 2:2. Mainz nimmt sich dann ein bisschen Auszeit. Kommt 10 Minuten später allerdings über Kunde und Latza. Schön auf Mateta, Latza, schöner Doppelpass. Mateta wird verfolgt von Cook. Mateta alleine vor Pavlenka, immer noch Mateta, Mateta, 3:2. Da ist die hochverdiente Führung für die Mainzer. Sie haben das Spiel gedreht und es ist der lupenreine Hattrick von Jean-Philippe Mateta. Ein Tor mit dem Kopf und je eins mit links und rechts. So ist in England ein Hattrick. Und die Mainzer führen verdient hier stark. Diesmal bleibt Mateta ganz cool. Schiebt den Ball noch so halb durch die Hosenträger vom Pavlenka, der sich hier alleine fühlen muss. Na, war am Torwart vorbei, nicht und durch die Beine. Aber Mainz führt hochverdient mit 3:2. Mainz kommt schon wieder. Sie wollen die Entscheidung. Lee in den Lauf von Mateta. 3 Minuten nach dem Führungstor. Mateta mit dem Haken gegen Cook. Mateta. Mateta und Pavlenka steht richtig. Dabei wird geklärt. Doch nachgesetzt von Martins. Das Senior auf Lee. Der dreht sich nochmal rum. Lee mit dem Ball in den Lauf, aber zu steil. Pavlenka hat das Leder. Pavlenka. Er will ein bisschen Ruhe drin haben. Weiter Abschlag. Mainz gewinnt das Kopfballduell. Kunde genau gesagt, aber Leipzig behält das Leder. Nkunku. Mit dem Fehlpass stark gemacht. Von Lee, der nach hinten gehalten ist. Porro direkt wieder auf Latza. Latza in den Lauf von Traoré. Traoré ist durch. Er ist im 16er. Macht das alleine. Nein, er liegt ab. Latza mit der Chance und Pavlenka steht richtig. Mainz muss hier schon deutlicher führen. Mainz muss schon lange führen. Die Ecke bringt nichts ein und die Schlussphase. Die letzten Minuten laufen. Pavlenka mit dem Abschlag. Mainz gewinnt erneut das Kopfballduell, doch Leipzig hat den Ball. Von Leipzig in der zweiten Hälfte nichts zu sehen in der ersten Hälfte, weil die Mainzer früh pressen, so wie hier. Traoré mit dem Fehlpass. Jetzt kommt nochmal Hartmann. Hartmann verfolgt von Lee. Pass in die Beine. Oh, gut nachgesetzt von Garcia. Garcia wird bestellt von IKT. Der Ball in den Lauf von Hartmann. Der liegt nochmal ab. Da ist Beretta. Beretta ist durch. Tor! 3:3. Leipzig macht tatsächlich noch den Ausgleich. Aus dem Nichts. Unverdient. Glücklich. Das ist das 3:3. Mainz hätte hier eindeutig gewinnen müssen. Sie schenken 2 Punkte her, weil sie ihre Chance nicht nutzen. Pavlenka einen Sahnetag hat und hier Garcia nachsetzt, den Ball auf Hartmann spielt, der direkt weiterlegt und dann das Ding reingehauen wird. 3:3 zwischen Leipzig und den Mainzern, die als nächstes gegen Leverkusen ran müssen in der Bundesliga.